Genial daneben, heute mit Telefon sind Bastian Pastewka, Oliver Welke, Olli Schätzekart und Bernhard Hohlke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Genial daneben, schön Sie zu sehen, ich freue mich sehr. Es ist für mich immer wieder eine große Leistung, mir die Namen zu merken. Was für eine Stimmung und das einen Tag vor dem neuen Kirchenjahr. Es ist nicht der... Was denn so ein Kirchenjahr? Es ist noch ist A, morgen beginnt B und ich freue mich. A beginnt noch. Nein, wir sind in A, es kommt B. Es ist kein Zufall, dass die Buchstaben alphabetisch sortiert sind im Alphabet. Das Kirchenjahr hat also 26, besteht aus 26 Jahren? Nein, es besteht aus drei Buchstaben. Es gibt drei Kirchenjahre. Das A, das B und das C. Entschuldigung, hat mal einer einen Hammer? Das heißt, man nennt es nicht Kirchenjahr 1, 2 oder 3, weil das zu sehr nach Kinder-Game-Show klingt. Kirchenjahr 1, 2 oder 3, der Papst wird sich entscheiden. Ja, und was ist da der Unterschied? Das sind einfach, welche Lesungen, welche Evangelien, welche Gebete genau gesprochen werden. Und dann geht es bei A dann weiter nach C? Richtig. Und da werden die Sachen wieder gelesen, die in A, also A wird immer dasselbe gelesen? Natürlich. Jedes Mal, wenn A ist, wird dasselbe gelesen, genau. Okay. Fröhliche Weihnachten, meine Damen und Herren. Fröhliche Weihnachten heißt diese wunderschöne DVD mit Wolfgang und Anneliese. Sie werden unschwer erkannt haben, das sind Wolfgang und Anneliese. Ja. Gespielt von Marianne und Michael. Natürlich. Dann kaufe ich das. Also, Fröhliche Weihnachten mit Anke und Bastian gibt's auf DVD. Seit wann ist sie draußen? Seit gestern. Seit gestern gibt sie. Ich kann sie nur empfehlen, wenn Sie die Sendung nicht gesehen haben sollten. Es ist ein Glanzstück der Fernsehunterhaltung, diese beiden Urkomiker. Machen das großartig. Wie viele Rollen spielst du da? 10. Das war geraten. Ich wollte dich gerade fragen, ob du einen festen Freund hast, weil du das so nett gesagt hast. Aber du spielst nicht Anke, das ist sie selber. Nein, ich spiele aus Sicherheitsgründen nur die männlichen Rollen. Ja. Stimmt gar nicht. Wir haben einmal die Geschlechter getauscht. Anke Engelke spielt einmal Mario Barth. Und du bist Tine Wittler. Und ich bin einmal Tine Wittler aus Sicherheitsgründen. Oh, wie schön. Ja, also. Das ist die Dame von Einsatz in vier Wänden. Ich lege sie Ihnen ans Herz, besonders wenn die Stelle kommt, wo Sie dann im Erzgebirge... Ja. Schauen Sie es an. Sehr, sehr schön. Fröhliche Weihnachten. So, ich würde heute mal sofort beginnen. Allerdings muss ich schnell die Brille tauschen, weil ich habe jetzt so eine schöne Brille. Das hat den Vorteil, Frau von Sinn, dass alles sehr rosa ist. Nein, ich muss die mal im Fernsehen anziehen, damit die Krankenkasse die bezahlt. Natürlich. Ne? Muss ich ab und zu mal aufsetzen. Das verstehe ich gut. Hugo, apropos Krankenkasse, was hast du bitte am Finger gemacht? Hast du versucht, dir selber Blut abzunehmen und dich ein Gelenk vertan? Das ist doch wahrscheinlich schon für Autsch die Krankenkassenshow. Die ist in Vorbereitung. Ach, okay. Nein, die heißt aber anders. Die heißt ja Pfusch die Ärzte-Show. Ja, gut. Nein, da habe ich habe zu viel Piano gespielt und habe anstatt so zu machen, so gemacht. Die alte Geschichte. Ja. Verdammte Scheiße. Das ist allen schon passiert. Ja, natürlich. So, wir fangen mal an. Ne? Riesenstimmung bis jetzt. Komm, mach doch die DVD in den Rekorder. Wir lassen die einfach laufen. Wir haben uns alle Mühe gegeben mit dem Intro. Ich weiß. Ich trinke erstmal. Die Kirchenjahrgeschichte war riesig. Burner. Hallo, Olli. Warte auf die Frage. Wir können auch so weitermachen. Manuel Groß wohnt in Recklinghausen. Manuel, jetzt sind Sie dran. Jetzt ist es soweit. Hier ist Ihre Frage. Willst du die verkaufen? Sie können sie sofort haben. Rufen Sie an. Wenn Sie diese Frage haben wollen. Ich habe für Sie nicht eine Frage, nicht zwei Fragen, nein, drei Fragen liegen oben drauf. Weg damit, das muss alles raus. Und drei Geldpakete, scheißegal. Aber bedenken Sie, diese Frage ist nicht im Handel erhältlich. Lies vor, bevor der Hotbutton zuschlägt. Ja. Also Manuel Groß aus Recklinghausen möchte wissen, was ist ein sogenannter Super-Single? Super? Hallo? Super Single. Auf Englisch Super Single, auf Deutsch Super Single. Ein Super Single. Hallo, mein Name ist Bastian Pastewka. Ich suche auf diesem Weg eine Partnerin. Genau. Hier, nee, das gab's ja wirklich. Es gab doch früher beim MDR Je t'aime, wer mit wem. Das soll sich reimen. Das ist sächsisch. Und da waren immer so komplett beziehungsmäßig unvermittelbare Ostdeutsche und haben so Sachen gesagt wie, seit meinem zweiten Nervenzusammenbruch geht's mir langsam schon wieder besser. Ich und meine fünf Kinder suchen einen neuen Papi und du wusstest, da ruft nie jemand an. Niemals. Und der am wenigsten angerufen wurde, das ist der Super-Single. Ja. Ich denke mal, wir sind in der Kaninchenzucht.
Das ist jetzt ein bisschen naheliegend, finde ich. Ja, stimmt. Es wird das, einfach unglaublich, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Eben, es wird unglaublich potente Rammler geben, die bewusst... Die gibt es, Frau von Sinn, die gibt es. Allerdings, allerdings. Die bewusst in Einzelhaft gehalten werden. Na, die kenne ich weniger. Damit die sich nicht verausgaben mit ihren Partnerinnen. Herr Hoeker weiß, wovon Sie sprechen. Herr Balder. Sag mal, wird jetzt nach jedem Satz von mir so eine dufte Pointe abgezündet oder was? Ist hier los? Hella, ganz kurz. Hugo, du weißt, auch wenn du dich für einen Rammler hältst, dass Rammler so einen Schwanz haben? Weiß ja, deswegen weiß er ja, wovon ich spreche. Also super... Ich muss schon sagen, super Rammler. Da gibt's ja. Also, super Single. Deutschland sucht den Super Single. Sowas. So. Ist also ein sehr, sehr potentes Kaninchen, was extra in Einzelhaft gehalten wird, damit es immer und immer wieder schön für die Zucht benutzt werden kann. Aber da spricht der. Aber wenn es dann dran ist, dann mit der Geschwindigkeit einer Nähmaschine. So. Da fällt mir die Geschichte ein, wo es bei der Frau an der Tür klingelt. Sie macht auf, da steht der Tod draus, Frau von Sinn, der Sensemann. So groß und sagt, guten Tag, ich komme wegen dem Kaninchen. Herr Balder, ich hätte jetzt sehr gelacht, wenn ich den Witz von Ihnen schon 300 Mal gehört hätte. Er wird immer besser. Vielleicht ist es ein Begriff aus der Marktforschung. Die kategorisieren ja die Leute, bestimmte Bevölkerungsgruppen geben bestimmte Sachen für bestimmte Produkte aus. Und der Super-Single ist einer, der alles haben will. Der will immer die beste Anlage, das beste Auto. Der ist reich, der muss auch kein Geld für Frauen ausgeben, weil er ja sich selbst genügt. Das ist ein Marktforschungsbegriff. Falsch. Falsch. Richtig. Ich wäre vielleicht, in der Bestuhlung eines Flugzeugs, also in einer Passagiermaschine, gibt's da nicht Single Ale und also eins für Einzel und vielleicht für XXL, also Menschen wie mich, dicke Menschen, gibt's die aber nicht zu zweit eben fliegen, die nicht jemanden neben sich haben wollen, mit dem sie verlobt sind. Und da gibt's eben extra Sitze, die sind etwas breiter für den Super Single. Also meinst du, weil das besser klingt als dicker Single, sagt man Super Single dann? Das find aber wegen Super Size auch. Ja. Ne? Super Size. Bei der Hamburger-Verarbeitung können wir sagen, Super Single, wenn du nur ein Gericht haben willst. Ne? Also im Gegensatz dazu, dass du alles in XXL bekommst, sagst du Super Single, dann kriegst du nur eine Pommes. Also nur eine Pommes. Immer, dann fragen Sie aber noch, möchten Sie das als XXL? Möchten Sie mit Cola noch Pommes und Soße dazu? Möchten Sie die Pommes klein geschnitten? Möchten Sie nur eine halbe Packung Mayonnaise? Sowas. Aber ich glaube, es kommt aus dem Essen und zwar, oder besser gesagt, kommt von Getränken, nicht aus Essen, aus Mannheim. In einem großen Café. Warte mal, Geschäft. Ich sehe dich gerade nicht. Ja. Aber du kannst mich ja hören, deswegen kann ich ja weiterreden. Jetzt bist du da. Die Frage ist doch sonst immer, möchten Sie einen Soja-Iced-Strawberry-Flavored Kaffee-Latte haben? Bitte, was möchte ich haben? Ja, genau. Und man kann ja, das sind ja diese Begriffe, wenn man jetzt in einen Kaffeeladen geht, da kann man ja nicht nur, man sagt nicht einen Kaffee, dann fragen die, möchten Sie Single oder Doppelshot oder vielleicht mit Vanilla-Flavor oder den Chai-Tee-Latte haben. Und dann ein super Single ist einfach ein kleiner Single-Espresso, zack, fertig. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Dann hättest du gleich gesagt falsch? Richtig. Aber hat das mit Portionen zu tun? Single-Portionen zum Beispiel? Inwiefern jetzt? In welchem Gebiet jetzt? Naja, Essen Themen? Zum Beispiel. Essen? Ja, ja, Essen ist insoweit ganz falsch jetzt. Ich glaube, super ist nicht im Sinne von besonders toll, sondern besonders von übergeordnet. Ich bin in der Schlosserei. Der Super Single ist ein Einzelschlüssel, der bei einer größeren Schließanlage alle Schlösser bedienen kann. Generalschlüssel. Und, genau. Und der halt, ja, der heißt aber Super Single, weil der wird nicht benutzt, sondern der liegt beim Schlosser als Referenzmodell. Nee, der heißt Generalschlüssel. Aber Hugo hat ja extra gesagt, in Englisch sagt man Super Single. Vielleicht irgendwas ein englischer Begriff. Gibt es den eigentlich nur in England? Nee. Ja, ist das vielleicht ein Libero, der noch nicht mal auf dem Platz steht, so frei ist der? Westerwelle. Was? Der steht so ganz alleine draußen auf dem Parkplatz. Wer? Der wird nie gedeckt von irgendeinem... Der Libero. Der Super Single. Ach, der Super Single. Der spielt kommt aus der Grammatik. Aus der Grammatik. Single ist ja auch immer Einzahl, sagt man. Also wenn man ein Wort, was man nur in der Einzahl benutzen kann, nicht in der Mehrzahl. Zum ist Beispiel das ein Super Single. Weltuntergang. Ich weiß nicht, Wetter zum Beispiel. Wetter ist Einzahl. Kannst du nicht Wetter? Die Wetter gibt es nicht beispielsweise. Fällt mir nichts Besseres ein. Weltuntergang fand ich jetzt klug. Ja. Weltuntergang. Wir hatten übrigens vor geraumer Zeit hatten wir ja mal eine Single-Stütze. Das war im Tennissport. Mhm. Es gibt ja Doppel und Single oder Einzel im Tennissport. Gut. Da war die Single-Stütze etwas um dieses Netz, glaube ich, hoch oder runter oder wie auch immer. Ne? Und also hat es auch wiederum damit zu tun mit einem Netz im Tennis. Ihr seid völlig weit weg, deswegen werde ich es euch sagen. Hm. Es handelt sich um einen Reifen bei einem LKW-Truck. Erklärung, schwere Trucks haben ja an jeder Seite der Radachse nicht nur einen Reifen, sondern gleich zwei nebeneinander. Dadurch wird das hohe Gewicht, das auf der Achse lastet, besser verteilt. So ein Doppelreifen wird auch Zwillingsreifen genannt. Inzwischen gibt es einzelne Reifen für LKWs, die so breit sind,
wie ein Zwillingsreifen. Und dieser Riesenreifen, der ist so breit, wird Super Single. Genau. Oh, da hätten wir noch ein Wöchelchen weitermachen natürlich können. Natürlich. Manuel Groß aus Recklinghausen, 500 Euro für Sie. Gratulation. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir gehen nach Karlsruhe. Eine wunderschöne Frage, wie ich finde, von Dirk Felten, den ich jetzt recht herzlich begrüße zu Hause auf dem Sofa. Dirk Felten aus Karlsruhe möchte wissen, was ist ein Euterspender? Na, so ein gentechnisch reproduzierbarer Euter. Das ist dann wahrscheinlich so ein Gefäß, da kommt ein Tropfen hiervon rein, ein Tropfen davon. Euter. Also üblicherweise kommt aus dem Euter ja Milch. Vielleicht ist das Milch, aus der ein Euter kommt. Ich darf noch mal fragen, es heißt Moment, das haben Euterspender. Das heißt Euterspender. Und eure Blicke, dieses Wir verwenden mehr Kraft darauf, dich zu ignorieren, als die richtige Antwort. Wirklich. Ja, aber ich meine, gut, es ist zwar jetzt nicht besonders originell, aber immer noch eben naheliegend, deswegen spreche ich gerade drüber. Ein Euterspender. Wenn wir also in der Aufzucht von Kälbern sind und die Kälber nicht mehr an dem klassischen Euter der Mama zurzeln können, gibt es vielleicht eben Geräte, die aussehen wie ein Euter, die spenden Milch, haben 5 oder 6 Zitzen und die kleinen Kälber können aus mechanischen Eutern eben Milch zurzeln. Das heißt, die Kälber werden verarscht, deutsch gesagt. Genau. Die Kälber werden furchtbar verarscht und der Bauer nennt es Euterspender. Ja, das wäre soweit richtig, wenn es nicht falsch wäre. Ist ein... Hat es was mit Kühen eigentlich zu tun? Weiß ich doch nicht. Ist ein Euterspender jemand, der vielleicht Milch in den Spendenkorb wirft? Der was wirft? Was wirft der? Der spendet, jemand, der etwas spendet. Aber dann müsste man ja Milch Euter und nicht Milch spenden. Ja, aber das wirft der Euter. Aber die Vorstellung finde ich eklig, deshalb dachte ich, sag mal Milch. Aber wenn Milch drin ist, kommt vielleicht ein Euter raus. Euter vielleicht auch wieder von großer Frauenbrust vielleicht. Vielleicht ist so. Vielleicht aber Schönheitschirurgie. Aber wie wäre es denn, du warst gerade auch im Krankenhaus. Ja, oder? Aber sowas von. Nein. Ja, weil Euterspender ist vielleicht so ein, ich war bei Blutspenden, aber es gibt ja eben... Ein und Spender, der aussieht wie ein genau. Ja, aber wo eben verschiedene Leitungen dran sind, wo der Patient eben nicht nur eine Infusion bekommt, sondern mehrere. Also das Gerät sieht eben aus wie ein Euter, weil mehrere Öffnungen oder zitzenförmige Öffnungen dran sind, aus den Kanülen das ist richtig. In den Patienten. Der Spender ist aber tatsächlich ein lebendes Wesen, ein Mensch, ein Mann, eine Frau, der sehr viel oder die sehr viel spendet. Und zwar, weil es so mehrere Zitzen sind, vielleicht so in Verteilungen. Also ein Euterspender sagt, ich spende 2000 nach da, 2000 nach da, 2000 nach da, 2000 nach da. Genau, Finanzwesen, richtig, ne, Herr Balder? Ja, Kinder, es ist ein Anruf, dann sage ich euch die richtige Antwort. Also, was ist denn jetzt los? Deswegen ruft dich nie einer an. Ja, schade. Wie wäre es denn der Euterspender? Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe es trotzdem getan. Nein, da ist überhaupt nichts wahr. Es ist nichts dran. Der das ist immer so bei meinen Antworten. Ist der, also bei einem Spender gibt es ja manchmal, vielleicht ist es ein Automat, bei dem der einen Spender hat, wo etwas rauskommt. Zum Seife! Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, den Seifenspender zu benutzen. Es gibt den Wick, Wick, Wick und es gibt den Gag, Gag, Gag und es gibt und es gibt den Ma. Das ist der Euterspender. Das ist der Euterspender. Muss das jetzt unbedingt Seife sein? Nein, das ist gut. Das ist ein Gerät Seife. Mit 5 verschiedenen zitzenförmigen Spendern, was man... Nein. Mit einer. Okay, dann ist es ein Rasensprenger. Das sind die Dinger, ja, mit so verschiedenen Öffnungen. Nein, aber natürlich, das ist der Euter. Also wenn ich morgen irgendwo im Gartencenter gehe und sage, ich hätte gerne einen Euterspender für meinen Rasen, weiß ich nicht. Dann ist es entweder ein Satellit oder ein Seeigel. Wir lassen nichts anderes gelten. Also, aber Softeis. Was ja schon mal scheinbar nicht schlecht war, war das... Das ist jetzt eine blöde Bewegung, fällt mir gerade auf, aber... Er kennt doch die Geräusche besser. Also, mach nochmal das Geräusch dazu, ich mach die Bewegung. Ja, mach du doch bitte nochmal ein Blubbergeräusch. Hat es damit zu tun, nicht die Stöhngeräusche? Ach so, ich glaube da. Also man macht das und es kommt raus. Also kein Seifenspender, die Sache ist völlig... Seifenspender spendet etwas.
Aber Spender, es geht um den, wie man etwas spendet. Gibt es vielleicht das, gibt es das vielleicht auch in der, im Handwerk, bei, wenn eine bestimmte Klebemasse herausgedrückt wird? Oder wir sind in der Bäckerei, wenn Sahne auf etwas hinaufgedrückt wird? Oder wir sind vielleicht beim Fliesenverlegen? Es gibt doch Melkfett, was zum Beispiel tatsächlich Kühen auf den Euter gepackt wird, wenn die irgendwelche Entzündungen haben. Wie kommt das aus einem Spender und der heißt das Melkfett? Wie wäre es denn mit. Oh, richtig? Nein. Wie wär's denn... Oh, wir hätten uns ewig gefeiert, das hättest du gemerkt. Wie wär's denn mit Parkwächtern? Und zwar, es gibt doch Menschen... Okay. Wenn du bei einem... Na, pass auf, es gibt doch Menschen, die haben so Geldwechseldinge, die wie ein Euter vorgeschnallt sind hier. Richtig. Wo sie hier 2 Euro, 1 Euro, wok, rausgeben können. Ja. Und das nennt man vielleicht einen Euterspender. Das ist aber schon lange her, ne, dieses... Was? Das ist lange her. Ach, das gibt's bei Euros nicht mehr heutzutage? Nein, es gibt's alles nein, nicht verboten. Es gibt auch keine Männer mehr. Das war das vor dem Krieg. Herrlich. Gott, war ich im Dornröschen schlafen. Ja, also der Weg war ja nicht schlecht. Ich glaube, es gibt, es ist, was Bernhard gesagt hat, ist im Grunde völlig richtig. Es gibt nämlich nicht nur Drückspender, es gibt Spender, die man die an einer Aufhängung sind. Die Aufhängung sieht so aus. Und das Ding sieht meiner Ansicht nach tatsächlich aus wie ein Euter oder wie eine was kommt raus? Weibliche Brust, sagen wir es, wie es ist. Und du musst nicht drücken, du musst es nur wenden. Wenn du es nach oben machst, guckt die Spitze nach oben. Wenn du es drehst, dann kommt Seife raus, dann machst du wieder nach oben und wäschst dir die Hände. Wo ist jetzt der Euterspender? Wo ist jetzt die Wand? Aber hat er in der Sache recht und du suchst nur die Flüssigkeit oder das Zeug, was da rauskommt? Das wäre eine Möglichkeit. Ha! Sind wir in der Pornofilmindustrie? Nein. Wir sind... Erzähl mal weiter, sonst kriegt er das Bild nie wieder aus dem Kopf. Wir sind in den 70er Jahren bei diesen lustigen Hüpfbällen, die ich hatte. Die haben Freude gespendet und man hatte vorne... Diese beiden Euter, wakata. Bis auf einmal. Wow. So, und jetzt die Geschichtsschreiber sprechen heutzutage von Euterspendern. Sie spendeten Generationen von Gummersbacherinnen. Viel Freude und sahen aus wie... Ist das denn vielleicht in der Kneipe, der Euterspender, diese Dinger, die Flaschen stehen ja da oft auf dem Kopf und dann macht dann so... Und der Spender geht einfach nur nach unten. Das finde ich. Und da kommt Alkohol raus. ihr seid ja auf dem richtigen Weg. Es sieht aus wie ein Gummihandschuh, der mit Wasser gefüllt ist, wo eben viele verschiedene Euter... Überhaupt. Nein, da ist irgendwas. Es handelt sich um eine auf der Kopf stehenden Flasche und die Zahnpastatube, wo innen drin so Rillen drin sind, damit irgendwie die lustige Spirale so rauskommt, dass sie so einen farblichen Verlauf abgibt. Ich verstehe nie, wie es geht, aber es ist ein Euterspender. Wir sind in der Gastronomie, okay. Wo man eben nur die Gläser runterhalten muss, wo die Flüssigkeiten ja rauskommen dann, indem man so da drunter. Ja. Also Gläser hält man da nicht drunter. Ja, aber egal. Wir sind in der Gastronomie und wir haben ein Gerät mit verschiedenen. Am N5 oder wie viel? Senf, Ketchup, Mayonnaise. Wir sind in der Frittenbude. Wie groß ist das Ding? So. Richtige Antwort. Ja! Wir haben's da. Da kommt der Euterspender. Ah! Ja, das war sowas. Das ist ein Euterspender. Sehen wir überall. Man macht. Dann kommt immer die gleiche Portion Ketchup. Senf, Mayonnaise. Ihr Lieben, bei aller Freundschaft, ich halte mich ja nun wirklich oft in Imbissstuben auf. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Waren Sie noch nie beim 1. FC Köln? Doch, gerade neulich. Geh da mal essen, dafür ist es ja da. Also. Das ist bestimmt auch wahnsinnig viel. Die sind ja sonst nicht weiß. Ja, entschuldige mal eben nochmal, und da ist jetzt Mayo und Ketchup? Nein. Von wegen Rot-Weiß, dachte ich jetzt. Ja, gut. Da hängen dann drei oder vier Euterspender nebeneinander. Ja. Und da geht man so drunter. Da geht man ran und macht. Und das ist aber unhygienisch. Die werden bestimmt jede Stunde gereinigt. Das ich auch. Ja. Aber dieser dunkle Schmand an den Dingern ist meistens das Leckerste. Und es sind vorher alle mit ihren ekligen. Ich finde das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Manchmal hast du Glück, da ist noch eine ganze Wurst unten dran. Ja, also, mein lieber Dirk aus Karlsruhe, es tut mir leid, aber das muss ich so gelten lassen. Jetzt habe ich eine sehr schöne Überleitung, da wir gerade beim Fußball waren.
Roman Schneider aus Odenthal, liegt in Nordrhein-Westfalen, hat eine sehr schöne Frage. Wir kennen alle Michael Ballack, davon gehe ich mal aus. Aber ich möchte nicht wissen, wer Michael Ballack ist, sondern ich möchte wissen, was ist die sogenannte Ballack-Klausel? Ein Tor im Jahr? Wahrscheinlich. Was? Ein Tor im Jahr schießen, habe ich gedacht. Ich glaube, Ballack-Klausel. Ich meine, Oliver Welke ist ja... So. Hobbymäßiger Sportjournalist. Im Falle Ballack könnte man sagen, es müsste eine Klausel geben, die vorschreibt, dass bestimmte Spieler, egal an welchem Turnier sie teilnehmen, immer Zweiter werden, falls das mal, gesetzlich geregelt wurde. Das stimmt. Oder es gab ja damals ein bisschen Theater bei seinem Wechsel, als er aus Kaiserslautern weggegangen ist. Vielleicht ist seinetwegen da ein bisschen was geändert worden, was den Spielerwechsel angeht. Das sind immer die Themen, um die es den größten Ärger gibt. Also kleine Hilfe von mir kann ich euch geben. Nichts. Die Ballack-Klausel hat in erster Linie mit Fußball erstmal gar nichts. Vielen Dank. Auch nicht mit Michael Ballack. Doch. Deswegen hat es mich auch, wundert es mich manchmal, dass ein Spieler, der eigentlich in einem Nike-Verein spielt, zu einem Adidas-Verein wechseln darf, weil eigentlich sind das ja nur noch große Wirtschaftsgeschichten, Marketing, bla. Und Ballack ist ja ein Adidas-Spieler. So, der macht immer für Adidas, für alles mit allem drum und dran die Werbung dafür. Und wahrscheinlich dürfte er als einziger, wenn er jetzt zu einem Nike-Verein wechseln würde, dürfte er seine Adidas-Sachen trotzdem privat weitertragen. Jetzt hat er gerade gesagt, es hat mit Fußball nichts zu tun. Ja, aber es ist ja Werbung halt. Ja, aber es kann ja auch in einem Basketball sein. Also es geht aber um Sportmarketing. Es geht um Sportartikel-Marketing. Das ist soweit falsch. Auch nicht. Es geht um Michael Ballack. Michael Ballack hat irgendeine Vergünstigung in seinem Leben. Wenn er in Talkshows geht, will er mal ein rosa Kissen unter sich haben, sonst irgendetwas. Es ist nicht irgendwas, was wirklich mit dem Sport zu tun hat. Vielleicht internationale Stars dürfen auch Sächsisch sprechen? Ja, natürlich. Mein Tipp ist, es geht allgemein um seinen Promi-Star, so ein Persönlichkeitsrecht. Also es gab irgendein Urteil, dass man Fotos vielleicht der Kinder oder so, hat es damit zu tun? Wie wäre es denn, kann es sein, dass es so... Kann es was mit europäischem Recht zu tun haben? Mit wem? Mit europäischem Recht. Also, dass wenn Arbeitgeber über die europäischen Landesgrenzen hinweg Leute verkaufen oder sowas in der Art, dass dann bestimmte Zahlungen nach dem Steuerrecht des jeweiligen Landes etwas weiter südlich davon verrechnet werden müssen. Wir nähern uns zwar sehr langsam, aber wir nähern uns. Aha, geht es darum, wie Ballack in London das versteuert, gegenüber, wie er sich dem deutschen Staat gegenüber verhält? Darum geht es zum Beispiel gar nicht. Ah, okay. Dann haben wir das schon mal ausgeschlossen. Gut, da waren ja nur noch 640 andere Paragraphen. Natürlich. Komm, sag sie auf. Ja. Aber es hat mit europäischem Recht zu tun. Die Ballack-Klausel ist nicht unbedingt europäisches Recht. Also das muss ja nicht unbedingt sein. Na, dass er halt vielleicht, egal aber, wo er hin verkauft wird, halt eine Summe X immer abbekommt. Egal welcher Verein, wie viel Geld. Das hat eine feste Fußball. Das hat doch nichts mit Fußball. Aber mit Geld? Das ist dasselbe. Nee, aber mit Steuern ja offensichtlich. Mit Steuern hat es in dem Fall auch nichts zu tun. Nein. Mit Geld? Jetzt sind wir aber so kurz. Mit Geld hat es im weitesten Sinne zu tun. Ist es vielleicht das Recht auf freie Ausübung des Arbeitsplatzes? Weil es gab doch, ich weiß nicht, ob der das war, es war irgendeiner, der Fußball spielt. Der das war Herr Bossmann, das ist aber schon lange her. Vielleicht ist die Klausel. Ja, ist das Bossmann. Vielleicht haben die aber erst später einen Namen bekommen. Die wussten erst nicht, oh, wie soll man das Gesetz nennen? Also, ihr Lieben, wenn es der Herr Welke nicht weiß, ich bin raus aus der Nummer. Es hat ja nichts mit Fußball im engeren Sinne zu tun. Fußball zu tun. Aber auch sie ja mit Sportplan. Aber vielleicht hat es was zu tun mit Pilzen oder Kaninchen. Michael Ballack kommt aus Sachsen, hat in der Vertragsklausel, dass er nie zu der MDR-Sendung Riverboat muss, zum Beispiel. Und ich wäre dankbar, wenn diese Klausel auch für viele andere... Ja, ja, natürlich. Hat es dann mit Michael Ballack als Michael Ballack zu tun? Als Namensgeber, nicht. Ja. An sich nicht. Na, es hat schon was mit ihm zu tun, aber man hat jetzt seinen Namen genommen, weil es passt. Er war der Erste. Also, nichts mit... Heißt es Klausel oder Regel? Die Frage ist, hat Ballack etwas gemacht, was jetzt eine Klausel ist? Oder gibt es etwas, was eine Klausel ist, die den Namen Ballack bekommen hat, weil sie zum Beispiel... Ja. Weiß es. Wie wäre es denn, wenn der junge Mann wirklich nicht so gut Englisch sprechen kann, weil die ja gerne in der DDR Russisch gelernt haben und die Klausel besagt, dass die Menschen eben einen Dolmetscher haben dürfen. So ist es. Dass jeder, der nicht gut Englisch spricht, ein Recht auf einen Dolmetscher hat. Ja, nee, bei einer Vertragsunterzeichnung haben die das Recht, einen Dolmetscher
Das finde ich sehr gut. Das trifft auf die Hälfte des Rechts der USA zu. Ein Hobby, das Fußballer natürlich noch haben, neben ins P1 gehen und sich ansprechen lassen, ist ja, sich mit 180 in der Spielstraße blitzen lassen. Also zu schnell fahren. Und dadurch die Stadt vielleicht ist ja die Michael-Ballack-Klausel, dass man als Prominenter, wenn man eine gute Ausrede hat, trotzdem irgendwie damit durchkommt. Hat es mit Autofahren zu tun? Nee. Also ich glaube, ich sag's euch mal. Ihr werdet nicht drauf kommen. Der Weg war ja nicht schlecht von der Wolke vorbereitet. Aber gut, also die sogenannte Ballack-Klausel ist ein neuer Begriff aus dem Arbeitsrecht. Ich kann nicht alle Wege, die ich gehe, zu Ende gehen. Natürlich. Normalerweise gibt es für die Inhalte von Arbeitsverträgen gesetzliche Vorschriften, die einzuhalten sind. Das wissen wir alle. Ausnahme, der Angestellte ist ein Topverdiener, der seinem Arbeitgeber gehaltsmäßig auf Augenhöhe gegenübertritt. In so einem Fall können vom Gesetz abweichende Verträge geschlossen werden. Zum Beispiel ohne Kündigungsschutz in vollem Umfang. Das geht dann. Weil wer 170.000 Euro die Woche verdient, der braucht keinen Kündigungsschutz. 170.000 Euro pro Woche verdient Michael Ballack beim FC Chelsea. Und deswegen heißt diese Klausel im Arbeitsrecht Ballack-Klausel. Das stimmt wirklich. Ist also ein Arbeitsvertrag ohne Kündigungsschutz, weil man so viel Kohle verdient, dass man ihn nicht braucht. Das ist die Ballack-Klausel, das wissen wir jetzt auch. Roman Schneider aus Odenthal, 500 Euro für Sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nur, es gab doch mal bei irgendeinem Bundesliga-Verein, war es nicht Gladbach oder so Theater, weil Leute ihr Urlaubsgeld einklagen wollten, die auch mehrfache Millionäre waren. Genau. Marotni hat ja danach noch auf ein paar Millionen geklagt. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch unter die Ballack-Klausel fällt, also keine Ahnung. Aber ja, wir sind dicht davor. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns die einschicken. Genial daneben, 50666 Köln. Oder Sie rufen einfach an, 01378 1820. Oder einfach eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Eine Frage, 20, 30, 400. Völlig egal. Elke Deska wohnt in Dienstlaken und hat endlich mal wieder eine Tierfrage. Ich liebe Tierfragen, weil wir in der Sendung immer Tiere kennenlernen, wo wir noch nie davon gehört haben. Wir wissen noch nicht mal die Tiere wissen, dass es sie gibt. Zum Beispiel der Titicacaseefrosch. Den haben wir jetzt vor. Warum wirft die Haut des Titicacaseefroschs sehr große lappenartige Falten? Weil er sich so aufblasen kann. Dass Kleine Information, der Frosch lebt natürlich am Titicacasee, der halb zu Bolivien und halb zu Peru gehört. Die Haut dieses Frosches wirft sehr große lappenartige Falten. Wirklich sehr, sehr große. Warum? Sehr mutig, dass du diese Frage stellst, muss ich mal sagen. Ja, weil der sich eben in... Sie können ruhig lachen, lassen Sie es raus. Der Frosch an sich macht doch gerne hier dieses Quark. Und dann haben die hier diese großen Blasen am Hälschen. Und der hat beim Balzverhalten nicht nur diese Blase, sondern er selber kann sich bis auf das Fünffache seines Körpergewichts aufblasen. Das konnte ich beim Balzverhalten nie. Und das hätte auch keiner. Und deswegen muss die Haut so viel Falten haben, damit eben im Endstadium des aufgeblasenen Frosches er nicht platzt. Darf ich die Frage nochmal genau hören? Warum wirft die Haut des Titicacaseefroschs sehr große lappenartige? Ja, darf ich fragen, wirft er die Haut weg? Also nimmt er die ab? So nee, die Haut wirft die Hautfalten auf. Also im Sinne, dass hier so Falten sind. Er hat sehr große Falten. Also viele Frösche nehmen die Eier ja mit und entlasten ihre Weibchen. Und deswegen hat er die Falten, weil er die Eier an sich in diesen Falten versteckt und dann auch gleichzeitig wahrscheinlich noch besamt, ausbrütet und der übernimmt das ganze Programm. Jetzt ist immer aber peinlich, deswegen versteckt er die in den Lappen, meinst du, damit er von anderen Fröschen... Bei den Tieren hat es ja immer was mit Paarung zu tun. Vielleicht hat der mehrere Weibchen und damit die sich nicht gegenseitig sehen, versteckt er die. Ich glaube, das ist so, wie Hella gesagt hat, dass er sich halt wirklich aufblähen kann, wie die Frösche es nun mal machen. Und vielleicht aufgrund des entweder Salz- oder Nicht-Salzgehaltes im Wasser ist die Haut anders als bei normalen Fröschen, die wir bei uns in Deutschland vielleicht in einem Tümpel oder sonst wo finden. Ist der Salz- oder Süßwassergehalt so anders, dass die Haut sich halt nicht mehr so zusammenziehen kann, halt so orangenhautmäßig vielleicht, dass die dann halt... Aufgrund, nur weil in diesem See ein ganz bestimmter... Kann es vielleicht sein, dass dieser See einmal im Jahr austrocknet? Wer und trocknet aus? Der See, und er sammelt das Wasser zwischen seinen Hautfalten, damit er selber Feuchtigkeit hat. Und verkauft es in Peru. Wie wäre es denn, wenn der Frosch seine Laich in Bäumen ablegt und diese Hautfalten... In Bäumen? Richtig, ja, natürlich. Ja, hat er immer eine Leiter bei sich? Oder? Hallo, das gibt es. Auch. Es gibt Frösche, die legen ihre Eier
Eier in Bäumen, in Wassertümpeln ab, die oberhalb sind, dann schlüpfen die Eier aus, also nicht die Eier aus den Larven, sondern die, also auf jeden Fall die Kaulquappen, und die fallen nämlich dann ins Wasser, wenn sie fertig sind. So, Herr Walder, jetzt hören Sie der Frau von Sinn mal zu, die ist nämlich gar nicht so, wie Sie denken. So. Genau, und weil der Titikappen-Dankeschön. Die Gaggaseefrosch das eben auch macht, aber es ihm zu mühsam ist, den ganzen Baum wieder runterzuklettern, benutzt er die Falten als Fallschirm. Also wenn er die ab... Ja. Wenn Sie sie jetzt unterbrechen würden. Jetzt wäre der Punkt zum Unterbrechen. Ich glaube auch. Ja. Vorher war alles super. Und auf dem Fallschirm ist die peruanische Flagge drauf. Wenn er nach Peru fliegt. Ja, genau. Oder die bolivianische Flagge, die kann er so einrollen, ganz genau. Da ist so ein Zip. Oder er ist evolutionstechnisch irgendwie vielleicht... Mops. So ein Scharpei oder ein Mops. So eine Qualle. Eine Qualle, die haben ja auch so Lappen. Super geil. Das heißt, vielleicht kann er... Ich finde das eine lustige Vorstellung. Das ist ein Frosch, der sich mit einer Kuh geparkt hat. Also das ist die Größe von einem Frosch, hat aber die Haut von der Mutter Kuh. Das also, wenn es... Im Grunde war es ja richtig, was er gesagt hat. Das hat bei Tierfragen oft mit Paarung zu tun. Paarung, und wenn es nichts mit Paarung zu tun hat, hat es mit Fressen zu tun. Ja. Das heißt doch, es könnte doch sein... Weder noch. Dann hat es was mit Unterkunft zu tun. Wohnung. Mit Unterkunft. Ja, er ist seine eigene Wohnung. Er ist sein eigenes was Zelt. Was ist er? Er ist sein eigenes Zelt. Hat er so Zeltstangen dabei und dann kommen die Falten so... Ja, so wie früher diese Mini-Pack-Zelte. Er braucht drei Handgriffe, flupp, 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 und dann hat er sein eigenes Zelt. Der zieht an so einer Leine. Ja, das finde ich super. Jeden Abend, wenn ich hingehe, gute Nacht. Liegt er erstmal so ein bisschen, liegt er wieder da. Ja, der kann andere Tiere auch. Und wenn die alle gleichzeitig an der Leine ziehen, da ist was los. Der macht aus seiner eigenen Haut, Freunde, dieser Frosch macht aus seiner eigenen Haut, macht er so lange Schlangen und macht daraus so lustige Hunde und sowas alles, um die anderen Tiere zu täuschen. Das ist ja ein Esel. Und wenn die wechseln, macht er sich wieder zum Frosch. Aber das ist gut, Täuschungsmanöver ist ja noch ein Phänomen aus der Tierwelt. Kennt man doch. In der Tat. Macht der auf Rutsch, der kann sich mit den Falten in eine Schlange verwandeln oder in ein anderes. Ja, natürlich. Um seine Fressfeinde, Störche. Das heißt, der hat immer Karneval, ne? Natürlich. Ja. Dies Jahr gehe ich als Lappen, sagt er. Genau. Ich glaube, früher gab es auch so Kinderspielzeuge, wo man die Tiere auch so in sich vertauschen konnte. Die hatte dann so einen Bauch von so einem Esel und den Kopf von einer Kuh. Das kann der auch. Ja. Je nachdem. Ja. Macht sich Mischtiere aus sich selbst. Kann es vielleicht sein, dass er nicht Wasser sammelt, um sich zu kühlen, sondern Luft sammelt, um auf dem Wasser zu schwimmen? Weil er dann leichter ist als Wasser? Kann sich in einen Floß verwandeln. Ich habe das Gefühl, diese Antwort ist, entweder ist sie falsch oder du hast sie nicht verstanden. Ich habe sie nicht verstanden. Aber. Oder er hat das nicht kapiert, dass er so eine Amphibie ist und macht aus den Falten ein Boot. Warum hat der eine größere Haut, als er für seinen Körper eigentlich braucht? Ja, das ist ja die Frage. So, das heißt, Wasserströmung er möchte die Oberfläche verändern. Mit einem Grund, warum der Elefant übrigens eine faltige Haut hat, weil er dann besser abkühlen kann. Und zwar... Da ist es sehr warm, meinst du? Genau, vielleicht ist es entweder sehr warm oder es ist sehr kalt. Und er benutzt das, um möglichst viel Luft an seinen Körper herankommen zu lassen, weil er ist Hautatmer. Was ist er? Hautatmer. Hautatmer. Er kann halt und wenn man ihn Gold anmalt, dann erstickt er. Wie wär's denn, wenn er nicht Hautatmer wäre, sondern Hautfresser? Mutation. Aber ich bin hochmotiviert, wie Sie hören, Herr Baller. Über Mutation hat der die Zunge nicht mehr. Der Frosch an sich hat auch diese Schnalzzunge, ne? Für die Fliegen. Und die Haut hat der nicht mehr. Deswegen muss er mit seinen Falten die Fliegen. Ich sag's euch mal. Hat der... Nein. Hat er nicht. Tarnt er sich? Nein, ich sag's euch mal. Also, dieser Frosch, Titikakasee, lebt ausschließlich unter Wasser. Er atmet, wie viele andere Amphibien, auch durch die Haut. Nun liegt... Moment! Soweit ja richtig. Ich reg mich auch nur auf, ich habe nur noch nichts gesagt. So, ich bin ja noch nicht fertig. Ja? Jetzt liegt der Titikakasee fast 4000 Meter hoch. Ja? Weil die Luft in dieser Höhe sehr dünn ist, ist auch das Wasser im See sehr Sauerstoff. Ja. 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 Um die Sauerstoffaufnahme zu verbessern, greift er zu einem... Ich sag nix! Greift er zu einem einfachen Trick. Je größer die Hautoberfläche ist, umso mehr Sauerstoff... Also ich stehe gar nicht darauf, dass ich recht habe.
Und das ist ja das Schöne an Ihnen, Herr Hohecker. Ja, da steht ja drüber. Das macht Sie doch auch so sympathisch. Ja, da steht ja drüber. Und ich werde bei Wikipedia nachgucken, ob da 4000 Meter steht und Sauerstoff. Mit Sicherheit. Ich freue mich über 500 Euro für Elke Deske aus Dienstlagen. So. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt mal eine schwere, komm. Jetzt so. Kommt eine schwere Frage, ja. Andreas Kratz aus Bonn. Kennen Sie den zufällig? Hat der eine Kneipe? Oh, da könntest du recht haben. Ja, natürlich kann ich recht haben. Andreas Kratz, kann ich recht haben. Andreas Kratz aus Bonn möchte wissen, was ist deine Barfußroute? Wenn der aus Bonn kommt, dann kennt der bestimmt den Hase-Felix-Pfad. Es sind halt Wege, wo keine Steine auf dem Boden sind, keine Wurzeln, wo man halt getrost auch barfuß langlatschen kann. Und zwar... Der Hase-Felix-Pfad ist ein Pfad, wo kleine Kinder die Natur erkennen können. Und dazu gehört der Barfußpfad, wo Kinder barfuß nur mit der Haut den Boden berührend die verschiedenen Elemente Gottes Schöpfung direkt spüren können. Oh mal ist es aus Stein, Entschuldigung, können wir einen Lichtwechsel haben, bitte? Und ein bisschen Musik. Bitte schön. Und ich sehe quasi diese kleinen Kinder, wie sie barfuß über Laub laufen, das Knistern hören, wie sich die Dornen der dort liegenden Brombeeren in die Fußsohlen bohren und wie sie nach Mama schreien und sagen, ja, ich habe die Natur empfunden. Reicht das? Fertig? Ja. Okay. Also. Ich glaube. Ich glaube, es könnte... Richtig, ne, Herr Baller? Nee. Ah, okay, dann bin ich mal ganz kurz bei Wünschelrouten. Kinder, ich war neulich bei Genial daneben. Bernhard hat Scheiße erzählt, dann ist das Licht ausgegangen. Wer glaubt mir das? Vor allem, wenn die das jedes Mal machen, wir brauchen das Licht gar nicht mehr anzustellen. Ich bin bei Wünschelroutengängern, die nach Wasser suchen. Und da gibt es Barfußrouten und es gibt Gummistiefelrouten. Und es gibt eben Routen aus bestimmten Ästen, die sind so empfindlich, dass der Wünschelroutengänger nur barfuß mit ihnen über die nasse Wiese latschen. Nass, nicht egal. So, also das ist die Barfußroute. Es handelt sich um eine Route, um einen kleinen Ach so. R-U-T-E. Nee, Route schreibt sich mit R-O-U-T-E. Ich glaube, dass es ums Pilgern geht, dass es auch da irgendwelche Vorschriften gibt und bestimmte Routen muss man, wenn man ein wirklich cooler Pilger ist und nachher einen Bestseller darüber schreiben will, muss man barfuß gehen. Und wirklich dann am Ende kann man bestimmte Hunderassen nach dem Köttel unterscheiden, wenn man den ganzen Weg... Da gibt es dann auch eine eigene Fernsehsendung später. Absolut, absolut. Ja. Hat es mit Pilgern zu tun? Nein. Genau. Riecht die Möffelschung. Übrigens sehr gut, riecht die Möffelschung. Ja, schon angemeldet. Gut. Nein. Aber fast, ich weiß, du das hast es gehört. Die Barfußroute ist erkennbar am Fuß, wenn man den Fuß jetzt, sagen wir mal, so hochstellt, wie ich jetzt meine Hand, ist die Route das hier, was man ablesen kann. Das heißt, ich kann als Mensch, der irgendwie mit Füßen im medizinischen Sinne zu tun hat, also der Arzt, der Füße auseinandernehmen der muss, also der Fußarzt, so, das war's. Ja, kein Grund, mich anzuschreien. So, der kann also anhand des Fußes, kann er das Alter des Mannes erkennen, der am Fuß noch dran ist, wenn er noch lebt. Man kann am Fuß das Alter des Menschen erkennen, ja, natürlich. Ich habe noch eine Theorie zu Barfuß. Das würde mir sehr helfen. Ich bin jetzt nicht bei Pilgerwegen, sondern bei Wanderwegen in Erholungsgebieten. Wenn du einen Fußabdruck machst, barfuß, dann hast du ja die 5 Zehen. Im besten Fall, wenn du nicht Holzfäller bist. Den Fersenabdruck hast noch, den Fußballenabdruck und diese 5 Zehenabdrücke. Also eine Barfußroute könnten verschiedene Wanderwege sein, also die ganz große Route, die kleine Route und dann noch so 5 kleine Routen für Herrschaften zum Wandern. Und deswegen nennt man das Barfußroute. In Erholungsgebieten, die Städteplaner sagen dann bei den Wanderwegen, wenn sie die planen, 5 kleine Routen. Ich hätte auch noch eine Theorie. Hallo.
Bastian. Weiter. Immer der Bastian. Hallo. Oh, nur weil ihr vorne seht. Jetzt war ich so aufgeregt, habe ich es vergessen. Es handelt sich um Folgendes. Man muss eine Barfußroute in gewissen Lokalitäten, in öffentlichen Restaurants, Gaststätten und so etwas anbieten, weil es so dunkel ist, dass man nicht weiß, wo man lang geht. Aus dem Grund müssen Veranstalter oder Sicherungsbeamte so lustige Tapsfußabdrücke in roten und blauen und grünen Farben, je nachdem, wie das Licht drumherum zulässt, auf den Boden kleben, damit nichts passieren kann. Und jetzt sind bitte schön die anderen drei. Erstmal wollen wir das falsch hören. Das ist so wie die Vögel an den Scheiben. Ja. Ja. So ist es. Damit die Vögel wissen, wo sie gegenfliegen müssen. So ist es. Ja. Damit man weiß, wo man langläuft. So ist es. Eine sehr schöne Wir machen Antwort. Das auch immer. Noch zwar so, dass sie nach Paarung aussehen. Natürlich. Noch Was? Eine Idee. Es gibt doch auch professionelle Autotester. Ich habe früher das immer geliebt. Ich weiß nicht, ob es das im WDR noch gibt, wenn die nur über diese Hoppelstrecke gefahren sind. Und vielleicht ist Barfußroute ein Begriff für den Teil der Strecke, der absolut eben und glatt ist, sozusagen. Also wären wir im Motorsport. Ja. Das ist soweit falsch. Na, siehst du. So. Es gab den Bergsteiger Eduard Barfuß. Und der hat... Der kam aus dem Elsass. Aus dem Elsass, und der hat einen ganz eigenen Weg vom Mount Everest runtergefunden. Die Barfußroute, und zwar von oben nach unten. Von oben. Aber hat er gesagt, es ist kein Wanderweg, es ist keine Wanderroute. Hast du aber gesagt. Barfuß als Name finde ich schon mal ganz lustig. Barfuß als Name ist gut, ja. Aber ich meine, prinzipiell ist die Route natürlich ein Aneinanderreihung von einzelnen Wegpunkten. Vielleicht hilft uns das weiter. Bastian? Was ist los? Ja, was mein Vorgänger gesagt hat, ist völlig richtig. Jetzt ist doch jetzt ist einfach, ja. Ich habe keine Ahnung. Es wird tatsächlich irgendein Feld sein, was man barfuß betreten muss. Vielleicht irgendetwas, wo man lang geht, muss man irgendwo die Schuhe ausziehen am Flughafen, beim Durchchecken oder sowas. Hat das was mit Rafting zu tun? Wenn die Leute einfach bestimmte Stromschnellen nicht mit dem Boot überfahren dürfen, weil es zu gefährlich, müssen sie halt nochmal eben an Land mit dem Bötchen latschen. Ich finde gerade die Idee gut, dass man sich vielleicht mal komplett von barfuß Das Thema ist an sich jetzt so nicht so schlecht. So also, ja. Wir meinen das Thema Bötchen. Bleib dran. Ah, das Thema Bötchen, die Barfußroute. Jetzt wo kein Wasser mehr da ist. Ist barfuß vielleicht die Route, die man ohne Motor fährt, also quasi ohne Hilfsmittel, ohne Schuh, ohne Segel fährt oder ohne Motor fährt, eine spezielle Route? Wie soll das funktionieren? Ja, gar nicht. Deshalb kennen wir sie ja auch nicht. Nein, die wird ausgewiesen sein für Kanufahrer, die ja sozusagen unten auch mit ihrem Gefährt sozusagen ein bisschen mittippeln dürfen an den Stellen. Nein, das sind Tretroller. Ah, vielleicht eine Tour für Bötchenfahrer oder Kanufahrer. Ah, entschuldige, jetzt rede ich einfach nur aus. Für Kanufahrer, die... Warten Sie mal, ich setze mal schnell die andere Brille auf, dann werden Sie wieder freundlich. Was ist mit dieser? Dass, wenn sie kentern, dass sie noch mit dem Boden mit den Füßen auf den Boden kommen. Wo sollen das sein? Ja, wo das Wasser auf Wildbächen. Kanalisation. Eine Kanalisation. Eine Barfußroute ist eine Kanuroute, wo man auf jeden Fall aussteigen muss, um auch zu laufen. Da man sich meistens barfuß, bebarfußt oder bewasserschuht im Kanu befindet, nennt man das auch die Barfußroute. Das ist soweit völlig falsch. Das haben wir schon dreimal ausgeschlossen. Boot ist nicht schlecht. Geht es darum, wie man Boote zu Wasser lässt? Ob man es mit einem Auto anfahren muss, ob man einen Hänger braucht oder ob man ein Bötchen tragen kann in die Talsperre? Also einer von uns in dieser Runde hat ja vor kurzem einen Bootsführerschein gemacht. Ach. Ohne dass ich jetzt jemanden unter Druck setzen möchte. Ach. Aber... Ach. Das ist richtig. Und da habe ich das nicht gelernt. Deshalb kann es damit ohne nichts zu tun haben. Segel oder Motor? Motor. Sehr gut. Elektroboot. Binnenschein gemacht. Binnenschein. Also gekauft in Spanien oder richtig gemacht? Das tut mir leid, meine Damen und Herren. Ich kann innerhalb Deutschlands mit einem Boot rufen. Innerhalb seiner Wohnung in einem Boot sitzen. So ist es. Ich darf auch den Film Das Boot gucken. Ja, natürlich. Also es geht um Segelboote. Motorboote. Und es geht aber nicht darum, dass die Matrosen an bestimmte Takelagen nur barfuß latschen dürfen, damit sie nicht das Teakholz beschädigen oder auf der fetten Jagd. Ich sag's euch mal. Also, es gibt eine Barfußroute. Ich sage euch mal, von wo die führt. Also von Europa aus führt die Barfußroute von den Kanaren über den Atlantik in die Karibik, durch den Panamakanal in den Pazifik, dann über Neuseeland, Australien, Indonesien, über das Rote Meer zurück ins Mittelmeer. Das ist eine sogenannte Barfußroute. Warum? Von der Barfußroute sprechen die Segler, wenn sie eine Weltumrundung machen und dabei eine Route nehmen, auf der immer warmes Wetter herrscht. Das heißt, man kann am Deck permanent barfuß rumlaufen. Das ist leider das ist gut. Daher ist das die Barfuß. Hätten wir das in der Reihenfolge auch aufzählen müssen, die Orte? Ich glaube schon. Ja. Wenn wir da dran gewesen wären, ja. Nein. Sonst hätte es nicht gegolten. Nein. Da wäre ich ganz großzügig gewesen. Oh. Andreas Katz aus Bonn, 500 Euro. Ja, gerade wenn es kurze Hosen ruft, dann ja.
War überhaupt was Richtiges bei heute? Ja, hallo. Einmal. Nein. Euterspender. Es stimmt. Und es hat sich nur eine Sache richtig angefühlt, aber da habe ich mich vertan. Man muss auch manchmal streng sein. Das ist völlig in Ordnung. Nee. So, was wollte ich sagen? Machen wir noch eine Frage? Oder was machen wir? Sag mal, das schönen doch... Sonntag wollten Sie sagen, alter Mann. Machen Sie gut. Das, ja, war guten genial. Rutsch, guten... Das war genial. Daneben schönen Sonntag. Wir können guten den Rutsch ins Neukirchen, ja. Nee, ist morgen nicht erster Advent? Ja. Das ist das Neukirchen. Und wenn wir heute wiederholt werden, ist heute erster Advent. Dann sagst so du, willkommen im neuen Kirchenjahr. Willkommen im neuen Kirchenjahr. Ja. Willkommen im neuen Kirchenjahr, meine Damen und Herren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und bis nächstes Wochenende. Tschüss.